So, Igor, die Kammermusikakademie ist vorbei. Und wie war's? Herrlich, ermüdend, erfüllend, spannend, geladen, furios, anstrengend, herrlich. Alles wunderbar. Ja, das trifft vor allem auf das Konzert gestern Abend. Das war ein absoluter Höhepunkt. Wie ist denn das für dich gewesen beim Spielen? Gestern Abend? Mhm. Lange Nacht. Naja, es kam einfach, es hat sich so ein Kreis geschlossen. Die Kollegen und Freunde und ich, wir haben uns einfach kennengelernt. Wir kannten uns. Wir haben uns schätzen gelernt und wussten einfach, was da eigentlich passiert. Und dann lässt man Dinge Revue laufen und dann passieren. Und so entstand so ein, einerseits ein wahnsinnig glücklicher Abend und andererseits hat er aber auch was von Abschied. Das war dann schön und traurig zugleich. Mhm. Einfach eine herrliche Mischung. Wie sind das gewesen, mit der hebräischen Ouvertüre einzusteigen und zu schließen? Für mich als Zuhörer war das wunderbar. Wie ist das ja, für die euch beiden Stücke hatten aber miteinander nichts zu tun. Nee, ist richtig, ne? Also die erste hebräische Ouvertüre war wunderbar und die letzte hebräische Ouvertüre war besonders. Hatte miteinander nicht viel gemacht. Wie ist dieser Rahmen gewesen? Inwiefern war das anders? Es war vielleicht verinnerlichter, noch vertraulicher. Und anders kann ich das kaum beschreiben, das hätte man dann hören müssen. Die erste und die letzte, wie gesagt, hatten miteinander wahrscheinlich gar nichts zu tun. Und beide für sich waren wunderbar, nicht? Also das will ich nicht jetzt, aber das war wie schwarz und weiß. Aber was passiert in einer solchen Woche? Ich meine, ihr habt gestern Abend ein Gassenhauer-Trio hingelegt, was unfassbar war. Ja, es macht viel Spaß. Und ihr habt am ersten Abend einen Tschaikowski hingelegt, der unfassbar war. Würde der Tschaikowski, wäre der anders gewesen gestern Abend als am ersten Abend? Ja, aber ich glaube, gestern Abend wäre er fehl am Platz gewesen. Mhm. Und das hat auch viel mit Kondition zu tun. Das hat viel mit einfach ganz klaren programmatischen Zusammenstellungen zu tun. Ich glaube, das war schon richtig so, wo er stand. Weil jeder Abend für sich hat eine Rolle erfüllt und jeder für sich hatte eine besondere Note und auch eine spezielle, zugegeben auch für mich persönliche Bedeutung. Und der Abend gestern, wie gesagt, hatte so eine Mischung zwischen einfach und im schönsten Sinne des Wortes traurig. Einfach so es war einfach sehr, sehr besonders. Und jetzt sind alle abgereist und das ist ein komisches Gefühl, wenn jetzt der Fengning, der Geiger, mir schreibt, ich bin schon in Lübeck, wie geht es dir? Das ist nicht, da muss ich nochmal gerade mit umgehen. Was passiert in einer solchen Woche? Ich meine, wir haben dann noch die Late Night Lounge gehabt, bei der gefeiert worden ist eigentlich. Ein paar Musiker mussten spielen, der Rest hat gefeiert. Ja. Was passiert in einer solchen Woche? Was löst das aus, dass ein solcher Abend wie in der langen Nacht auch entstehen kann nach einer solchen Woche? Was passiert mit den Musikern? Wie wachsen die Dozenten zusammen mit den Stipendiaten? Nun, es passiert im Grunde genommen ein Kennenlernen. Und in diesem speziellen Fall der Akademie dieses Jahr hier ist etwas ganz Wunderschönes passiert, nämlich wir haben uns kennengelernt. Es hat von Anfang an funktioniert. Abstriche gibt es immer, nicht? Das gehört ja dazu. Das habe ich am ersten Tag gemeint mit Reibung. Mhm. Und man hat sich Vertrauen gelernt. Und so entstand so ein Abend. In dieser Woche wirklich ist etwas ganz Unglaubliches passiert. Jörg Wittmann und ich haben zum ersten Mal hier überhaupt jemals Musik gemacht. Und ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch vor 3 Jahren, wo du sagtest, ihr beide passt zusammen. Und sagt sich ja so leicht. Das war ab Tag 1, erster Probe, Sonntagabend, funktioniert. So. Und dann kommen solche Ergebnisse zustande. Man muss fairerweise dazu sagen, es gibt auch Wochen, da funktioniert das gar nicht. Mhm. Und dann gibt es Abschlusskonzerte und die sind gut, aber man entfremdet sich. Mhm. Und das ist sozusagen Risiko, damit muss man leben. Aber in dieser Woche war das wirklich so, dass mir gerade die Wehmut bis nach da steht, weil ich vermisse die alle uns gerade allen. Sehr. Uns allen. Nun, das ist ja ein ganz besonderer Moment, zu merken, die Musiker kommen beim Eröffnungskonzert
Und ganz langsam merkt man, dass was passiert. Ja. Das, vor allen Dingen entdeckt man Musiker. Also ja, das war überhaupt das Tollste, weil natürlich einige unter den Stipendiaten hier waren, für die war diese Erfahrung ein totales Novum. Die Pianistin, die junge 16-jährige Meng Sun, für die war das ein Novum. Niemand wusste, was da passieren wird. Wird sie das packen? Sie ist gerade 16 geworden, kommt hierher. Ich habe ihr da eine ganze Menge aufgebrummt. Schumann-Quintett, Haydn-G-Dur-Trio. Dann war sie mit mir auf der Bühne. Wir haben zwei Klaviere gespielt in der großen Stadthalle vor wie vielen Menschen? Vor 550 Menschen. Mhm. Gestern waren es noch viel mehr. Mhm. Das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Was passiert da? Und natürlich ist es für mich, ich kenne sie seit nun 8 Jahren. Sie ist meine Mutter, unterrichtet sie, ich habe sie aufwachsen sehen. Und für mich ist das wirklich wie ein Familienangehöriger, wie eine Familienangehörige. Und dann bin ich natürlich mächtig stolz, wenn ich sehe, da ist jemand nicht nur quasi angekommen, die hat einen Quantensprung gemacht in ihrem Kopf und im Spielen. Das ist sensationell. Hier Alexei Stadler kennengelernt, den Cellisten, das sind richtige Entdeckungen. Mhm. Dann, nicht? Und das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Aber ich habe vor allen Dingen hier künstlerisch für mich die Erfahrung gemacht, dass, ich muss es zugeben, du hattest recht, Jörg und ich passen tatsächlich zusammen. und vor allen Dingen habe ich hier nach langer Zeit mal wieder Fengling neben mir gehabt, der wirklich als Geiger Dimensionen erreicht. Gerade, die sind unfassbar. Das sind wirklich der Mann, was der Mann hier gespielt hat und Musik gemacht hat. Und wirklich, wie ich glaube ich auch und Jörg und wir alle, wirklich die Hosen runtergelassen hat für die Sache. Aber was der objektiv einfach an Musikertum, also das hat mich gerade 2 Nächte echt nicht schlafen lassen. Und das sind so sehr besondere Momente. Und dann gibt es natürlich ganz wahnsinnig für mich wichtige Abende, wie der Abend mit dem Schostakowitsch, mit Maxim Biller etc. Also die ganze Woche war so, dass ich echt noch lang, glaube ich, drüber denken werde. Was mich interessiert, ist, was bleibt. Weil die Akademie ist für mich in der Idee damals, als ich das konzipiert habe, die Gesamtakademie mit allen Bestandteilen darauf ausgerichtet gewesen, dass etwas Nachhaltiges entsteht. Also dass man nicht einfach nur eine Woche hat, Leute einlädt und dann gehen sie wieder und dann war es das. Und dann kommt der nächste Jahrgang und man schleust sie raus und durch und dann war es das wieder. Was bleibt? Was für wen? Für die Musiker, für uns, für dich, für die Kammer, für den Frühling, für die Akademie. Inwieweit ist das nachhaltig? Wird es Leute geben, die zusammenspielen werden? Entstehen Ideen, um neue Projekte zu entwickeln, auch eventuell sogar unabhängig vom Frühling. Das ist ja eigentlich das, worum es auch geht. Die Akademie ist eine Keimzelle. Das heißt, es ist ein Ort, in der Dinge entstehen sollen, in der erste Impulse gegeben werden sollen. Das Schönste ist eigentlich, wenn dann der Gedanke entsteht, dass etwas weitergeht, dass irgendwas passiert, dass etwas nicht einfach puff vorbei ist, sondern dass irgendwie so eine Keimzelle gelegt wird. Genau, also so lose, also ein bisschen abwertend gemeint, so lose Kammermusikfreizeiten eben. Naja. Nein, es bleibt eine ganze Menge. Du hast gerade das Stichwort genannt, bleibt man in Formationen zusammen, was passiert später? Es war ja von Anfang an diese Campus-Idee. Und zu der gehört, und das macht mich unglaublich glücklich nach der Erfahrung dieses Jahres, Es bildet sich schon jetzt ein Kern heraus an Musikern, an Kollegen,
die sich blind vertrauen, von denen ich glaube, dass die sich hier, bleiben wir mal nur bei Heidelberg, hier jedes Jahr treffen werden. Mhm. Jedes Jahr treffen werden, es wird ergänzt mit anderen, verkleinert, vergrößert, aber ein Kern bildet sich heraus. Das heißt, die Akademie bekommt eine Seele. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist unglaublich wichtig. Mhm. Nämlich die Frage, wieso machen wir das überhaupt? So. Und die Akademie bekommt eine Seele, die Seele sind die Musiker. Dass wir uns hier gefunden haben in verschiedenen Formationen, wird sich auch außerhalb der Akademie selbstverständlich verselbstständigen. Natürlich. Mhm. Aber was bleibt, ist der Kern. Und der ist entscheidend. Das ist schön, das ist genau der Gedanke, den ich ja auch immer verfolge. Du brauchst einen Kern und Seele ist eigentlich das Zentrale, weil die Seele sind sogar mehr als die Musiker. Weil zur Seele gehört das Team, ja, und zur Seele gehört das Publikum. Das heißt, du schaffst eine, und das haben wir gestern Abend erlebt, du schaffst, wenn es funktioniert, spürst du, dass ein Kern, eine Seele entstanden ist. Und dazu gehört das Publikum. Wenn ein Publikum einen Weg mitgeht. Ja. Und die sind ja mitgegangen. Wir haben gestern Abend kurz darüber gesprochen. Das sind ja diese Formulierungen, die eigentlich diffus sind, aber dieses, wenn man mitbekommt, dass ein Abend atmet. Ja. Dass da was passiert, dass zwischen Bühne und Publikum was passiert, dass das Publikum einfach nicht nur da sitzt und sagt, jetzt spielt mal, jetzt lassen wir uns ein bisschen unterhalten und dann gehen wir nach Hause, sondern es geht ja darum, mitzubekommen, dass das Publikum fast mit auf der Bühne sitzt. Ja. Das ist zentral. Wenn es gelungen ist, in einer Akademie eine wirkliche Seele zu schaffen, bei der alle zusammen sind, Publikum, Künstler und Team, ganz wichtig, ist ein Ganzes daraus geworden und was will man mehr? Das ist eigentlich das, was wir uns erhofft haben, oder? Ja, und wir haben uns jetzt natürlich, wir haben uns jetzt auch einen richtigen, richtigen Maßstab gesetzt. Auf ins nächste Jahr, genau. Super.